Wir haben ein Paket bekommen, und zwar von AP Grading, denn diesmal haben wir tatsächlich unsere Karten bewerten lassen. Für die perfekte Partnerschaft haben wir unsere drei Lieblinge ausgewählt, und zwar die Starter der ersten Generation, Shiggy, Lisasam und natürlich Glumanda. Außerdem könnt ihr mit dem Code 10GEEKS jetzt bei AP Grading 10% bei eurem nächsten Grading sparen. Deswegen schaut auf jeden Fall bei AP Grading vorbei und lasst eure Karten mal dort bewerten. Und falls ihr doch Zubehörteile haben möchtet, könnt ihr da natürlich auch ergänzen. Wir waren für euch im Smith Toys und haben diese schöne Box entdeckt und dachten uns, die scheint sehr interessant zu sein. Wir gucken einfach mal, was drin ist. Und überraschen uns, oder? Genau. Ja, was bleibt uns bloß anderes zu sagen, als sollte euch das Video gefallen? Lasst uns doch bitte ein Abo und ein Like da und werdet so ein Teil unserer kleinen Geek-Gilde. Und somit fangen wir. Diesmal sind keine Taser-Stripes drin. Ja, diesmal geht's voll. Oh, guck mal. Sehr cool. Wow. Das ist richtig cool. So, und dann sind da natürlich noch so die üblichen Sachen dabei. Die Münze ist cool. Mhm. Und Karten und Hüllen. Oh, Hüllen finde ich immer super. Hüllen sind immer sehr, sehr gut. Genau. Vor allem, ich liebe dieses Artwork. Das sieht sehr harmonisch aus. Genau. Wir fangen mit dem hier an. Ja, ich darf es abmachen. Genau. Hier sehen wir natürlich wieder unseren schönen Code. Nehmt euch den mit. Genau. Einmal haben wir Trainerkarten. Und zwar drei Stück. Und noch einmal als Full Art. Das ist richtig schön. Das ist sehr, sehr cool. Schön mit der Morgenröte oder Abendröte. So. Dann machen wir mal weiter. Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser schönen Box hier. Mhm. Ich bin gespannt, was da drin ist. Diesmal darfst du die öffnen. Okay. Oh, das ist ja cool. Ah, mit Klettverschluss. Das ist natürlich super. Und da drin sind natürlich ganz viele Booster. Oh ja, yes. Strahlende Sterne. Sehr geil. Oh, Drachenwandel. Und Schaurige Herrschaft. Gut. Ja, Schaurige Herrschaft bin ich ja jetzt nicht so der größte Fan von, aber die anderen sind ja mega. Mega, mega, mega. Genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit Schaurige Herrschaft, da du die so toll findest. Ja. Willst du anfangen oder soll ich mal anfangen? Ich würde anfangen, dann habe ich schneller hinter mir. Okay, man findet dieses Set echt nicht toll. Nee, ich mag Schaurige Herrschaft einfach nicht. Sorry. Wir haben so viele Packs davon gehabt und einfach nicht wirklich coole Hits davon rausgeholt. Also, Kampfenergie. Joa, okay. Seemobs ist halt sehr niedlich. Botergill in Reverse. Sanaconda V. Wow. Ich glaube, ich muss mich öfter über Schaurige Herrschaft beschweren. Also man kann doch noch gute Sachen draus ziehen. Ja. So, jetzt bin ich dran. Einmal natürlich die Blitzenergie. Agathe. Ja, auch so ein paar. Also wir haben hier die meisten Common-Karten davon. Also du hast einfach was. Ich habe einfach was. Oh mein Gott. Und? Boreos VMAX Rainbow. Boah. Du hast dich so oft beschwert. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Wow. Jetzt, wo ich anfange, mich zu beschweren, kriegen wir richtig geile Puls aus Schaurige Herrschaft. Na, also, ich muss mich öfter beschweren. Okay, das war ein ziemlich nicer Pull. So, jetzt kommen wir zum Drachenwandel. Das sind wir auch gespannt. Ich krieg ja Selina, das ist ja lieb von dir. Ja, klar. Bei Drachenwandel hoffe ich voll auf die alternativen Artworks. Die sind halt richtig nice. Von den Evoli-Entwicklungen. Ja, die sind wirklich, wirklich gut, ne? Also. So. Oh. Tada. Ich bin aufgeregt. So, starte. Mhm. Okay, jetzt hoffen wir einfach mal auf was richtig. Oh, da ist was. Da ist hinten was. Oh, da muss irgendwas Cooles dabei sein. Bitte, da könnte schon Tentoxa in Reverse. Und? Yes! Flamara VMAX. Krass. Ah, geil. Yes! Yes! Ich mag das Professor-Set. Wir sollten uns das vielleicht öfter holen, Schatz. Ja, sollten wir vielleicht. Okay. Okay. So, Tentoxa ist auch einer meiner Lieblings-Pokémon. Mhm, es ist aber auch wirklich cool. Der Kindwurm mag ich auch. Irbis aber auch. Irbis ist sehr niedlich, ja. Hauptspross, nice, okay. Und Regidrago. Wow, haben wir auch noch nicht. Stimmt. Ja. Oh, okay. Ich bin gerade voll froh auf den Flamara. Jetzt kommt das strahlende Sterne. Das ist ziemlich fest zugeschweißt von mir. Also, bis jetzt? Na, also ich finde es mega. Das ist eine Giegel.
lachen. Ja, hey. Ey, egal wie schlechte Laune man hat oder so, bei solchen Puls kann man doch keine schlechte Laune mehr haben, oder nein, Leute? Nein, auf jeden Fall nicht. Richtig, so, dann richtig leg mal los. Ich glaube, ich hab schon wieder was. Ich hab schon wieder was hinten, Leute. Ey, Jörg. Also ich glaube, das Set brauchen wir öfter. Ey, wir brauchen das unbedingt öfter. Wobei? Ja. Okay, und Mopekobi. Wuss. Sehr, sehr schön. Wuss, was ist das für ein Wort? Wuss. Wuss. Ich wollte Wusch sagen. Irgendwie kommen halt nur komische Sachen aus meinem Mund. Ich glaube, ich habe auch was. Ich? Mhm. Ey, das kann doch nicht wahr sein, das oder? Shinnok gehört auch zu meinen Lieblings-Pokémon. Ich habe so viele Lieblings-Pokémon. Das ist übel niedlich. Aber hey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Okay, ich mein, und? Stolos V-Max! Oh, shit. Wir haben letztens noch darüber geredet, dass diese Karte so geil wäre, wenn wir die kriegen würden. Ja, aber so war es doch beim Flamara auch. Ja. Wir haben vor kurzem nämlich man kriegt ja in diesen Trainerboxen immer die Heftchen, wo dran steht, welche Karten man in diesem Set kriegen kann. Und wir haben tatsächlich dann die alle nochmal durchgeguckt, gerade von Strahlende Sterne und gerade auch vom Drachenwandel und haben gesagt, boah, das wäre cool, wenn wir die noch kriegen würden. Und tatsächlich, ja. Wir haben sie gekriegt. So, der letzte Code. So, und jetzt glaube ich jetzt nicht, dass noch irgendwas Krasses kommt, ne? Also, aber wir haben schon echt ein paar echt gute Puls. Also ich würde mich jetzt auch nicht mehr beschweren, ganz ehrlich. Also ja, Freunde aus Galar und Pixie. Ey, Leute. Also diese Hits. Und natürlich halt klar Forschung des Professors. Überlegt mal, wir haben hier gerade 6 Full Art Karten, ne? Aus 7 Packs und natürlich die eine, die dabei war. Aus 7 Packs haben wir 5 Full Arts gezogen. Ja, die werden wir jetzt gleich noch in Höhlen packen. Ne? Kannst du eigentlich gleich, denn wir haben natürlich 3 schöne Superhöhlen. Ja, wir haben jetzt letztens unsere komplette Pokémon-Sammlung neu sortiert. Und das war ein wenig Arbeit. Und wir haben echt die Pandora-Box geöffnet. Echt so. Und wir haben noch nicht mal, also wir haben so einen ganzen Stapel an Common-Karten, der jetzt natürlich immer mehr wird. und wir müssen noch übel viele Karten einsortieren. Wir haben einen Ordner nur mit V-Max und weiß ich nicht. Die ich jetzt wieder umstrukturiert habe, weil es sind so viele Karten, dass man denkt, okay, der eine Ordner reicht, aber irgendwie reicht er dann doch nicht. Und dann muss man umsortieren und ja, jetzt haben wir für jede Art und Weise von Pokémon-Karten einen Ordner. Wir haben Ende des Monats und das bedeutet für euch, dass wir das Gewinnspiel auflösen und den Gewinner ermitteln werden. Deswegen lassen wir das mal den Random YouTube-Comment-Picker laufen. Zack, zack, zack. Und wir wünschen euch allen viel Glück. Viel Glück, wir drücken euch die Daumen. Wir haben einen Gewinner und das ist... Kleiner Panda, herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Wir werden dir demnächst einen Kommentar schreiben oder dich generell anschreiben. Zum Glück haben wir dich ja auch schon auf Instagram. Wir werden dir direkt auf Instagram schreiben und nach deiner Adresse fragen. Wir werden es natürlich nicht an Dritte weitergeben und dir demnächst das Päckchen zuschicken. Genau, und damit mit dem Päckchen viel Spaß! Viel Spaß!